Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für September 2023. Für alle Steinböcke, die den Steinbock als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wie ihr wisst, handelt es sich bei mir immer um eine allgemeine Legung, das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Rollen können vertauscht sein. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie für den September definiert habe. Zeit ist fließend und relativ und von dem her, wenn dir die Legung zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße fällt, hat sie vielleicht einen wichtigen Impuls für dich im Gepäck. Und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, mach es auch nicht zu deiner Legung. Wir haben heute das Krafttier-Orakel, das Heaven and Earth Tarot, Erat Aliquando, das Gilded Reverie Lenormand und natürlich unsere Faol-Runen mit am Start. Infos zu den verwendeten Kartendecks und den Runen wie immer unten in der Infobox. Wilma ist auch dabei und jetzt geht's direkt los, liebe Steinböcke. Und wir schauen mal, welches Krafttier euch im September begleitet. So, ich schicke das gleich mal voraus. Sollte ich während der Legung die Monate oder die Standzeichen verschwurbeln, lasst euch davon bitte nicht irritieren und seht es mir nach. Wenn ich im Legeflow bin, dann kommt mir die 3D-Zeitlinie manchmal durcheinander und dann kommt es auch zu Verwirbelungen. Also das, was über dem Video steht, Steinbock September, das zählt. Okay? Gut. Welches Krafttier begleitet die Steinböcke im September? Welches Krafttier? Da haben wir es schon. Mit einem Salto. Der Vogel. Seelenfeuer. Die Boten des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen. Verbinde dich mit deinen Engeln. Sie haben dir Wichtiges mitzuteilen. Aha, hier klingt es ja fast nach einer Offenbarung, die euch hier ereilt, liebe Steinböcke. Da bin ich ja sehr gespannt, was hier jetzt die Karten mir so an Energien auf den Tisch bringen. So, schauen wir mal, was war, was ist, in welcher Energie starten die Steinböcke in den September? Was war, was ist, in welcher Energie starten die Steinböcke in den September? Da haben sich zu viele umgedreht. So, nochmal. Das sind schon wieder, ich nehme nur die zwei, die auf den Tisch gefallen sind. Okay, oh, das sind drei, okay, wow, also zwei große Arkanen, da ist bei euch, glaube ich, einiges in der letzten Zeit in Bewegung gewesen. So, ich brauche schon wieder Platz. Also, ich rutsche da gleich mal. Wir haben den Hierophanten, kann auch für den Standzeichen, für das Standzeichen Stier stehen, falls ihr es mit jemandem mit diesem Zeichen zu tun habt. Wir haben die Königin der Münzen, auch eine Energie im Erdzeichen. Das könnte jetzt durchaus ihr sein, liebe Steinböcke, die als diese Königin der Münzen hier angezeigt wird. Und wir haben den Wagen, das wäre das Standzeichen Krebs, falls ihr es mit einem Wasserzeichen zu tun habt. Okay, also, ihr als Königin der Münzen seid wohl aktuell sehr, sehr gut bei euch. Ne? Mit dem Hierophanten ist es vielleicht auch so, dass ihr gerade sehr auf traditionelle Ansätze setzt, auf konventionelle Lösungsansätze. Es ist mit dem Wagen wohl in letzter Zeit viel in Bewegung gewesen. Hier ist einiges abgegangen, ja. Denn der Wagen ist die schnellste Karte im Tarot. Das heißt immer, hey, hier ist Bewegung drin, hier geht's voran, hier hat man auch vielleicht eine Menge zu tun. Ja, und da ist es vielleicht dann auch mit dem Hierophanten manchmal ganz gut, wenn man sagt, okay, man greift hier auf bewährte Methoden zurück, auf Traditionelles, auf Altbewährtes, das einen hier unterstützt. Andere Deutungsmöglichkeit könnte wirklich sein, denn der Hierophant kann auch eine Hochzeit anzeigen. Vielleicht habt ihr ja einen Heiratsantrag erhalten erst vor kurzem, ja, und hier überschlagen sich jetzt die Ereignisse, weil wenn man natürlich so etwas, so eine große Entscheidung angeht, kommt natürlich sehr, sehr viel in Bewegung. Ja, und mit dem Vogel und Seelenfeuer kann natürlich auch die Anbindung sein, dass ihr vielleicht, weil in eurem Leben gerade so viel los ist mit dem Wagen, vielleicht auch bei einem weisen Ratgeber
euch Impulse holt, ja, wie ihr denn mit dieser neuen Situation als Königin der Münzen, ja, vielleicht habt ihr ja auch einen Karrieresprung hingelegt oder ja, euer Leben eben in wichtigen Bereichen verbessert. Und jetzt sucht ihr bei jemand Erfahrenem vielleicht auch den ein oder anderen hilfreichen Rat und der Vogel begleitet euch, indem ihr euch hier mit eurer Intuition und vielleicht den Zeichen aus der geistigen Welt hier verbinden könnt. Interessant. So, schauen wir mal, was hier Erat Aliquando zu ergänzen hat. Was war, was ist bei den Steinböcken im September? Was war, was ist? Wir haben die Geduld. Das ist, also, es ist zu viel. Das sind, also die letzten Legungen sind sehr plauderhaft und sehr redefreudig. Da könnte ich fast eine Stunde Video aufnehmen, aber ich versuche es dann doch auf eine halbe Stunde zu begrenzen, damit ihr das Video auch noch in Gänze genießen könnt und hier keinen Stundenvortrag von mir erhaltet. Wir haben die Maus. Wir haben mit der Kutsche. Wir haben den Kobold und das Rehkitz. So, und es wird schon wieder eine Legung mit vielen Karten. Ich muss hier gleich mal ein bisschen rutschen, damit ihr noch alles sehen könnt. So. Also, was ergänzt hier noch das Lenormand dazu? Jetzt habe ich das Tarot in der Hand und wollte eigentlich das Lenormand nehmen. Meine Güte, was ist denn hier Schwurbeliges unterwegs? Ich glaube wirklich, es ist eher die Energie, liebe Steinböcke, dass ihr irgendeinen Karrieresprung oder Energiesprung schon hingelegt habt und euer Leben gerade sehr, sehr turbulent ist, viel Bewegung drin ist, ne? Mit dem Wagen und ihr sucht vielleicht jetzt aktuell wirklich gerade mit dem Hierophanten hier so den traditionellen Ansatz, wie ihr mit der Situation und diesen turbulenten Energien, die sich hier bei euch so zeigen, umgehen könnt. Also, ja, ihr versucht trotz allem, ne, also trotz dieser echt schnellen Vorwärtsbewegung hier Geduld zu wahren. Ja, ihr versucht geduldig ein Problem nach dem anderen zu lösen, eins nach dem anderen anzugehen. Mit der Maus habt ihr eine Glückskarte an eurer Seite, denn die Maus findet immer einen Weg. Die hat auch einen Dietrich in der Hand, der alle Türen zu öffnen vermag. Ja, also ihr seid da wirklich sehr ausdauernd und beharrlich auch dabei, diesen schnellen Energien, die hier um euch rumwirbeln, wo sich sehr, sehr viel tut, sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, vielleicht auch viele kleine oder größere Probleme gleichzeitig gelöst werden müssen. Da seid ihr geduldig und arbeitet das einfach der Reihe nach ab. Ja, manchmal würdet ihr euch wünschen, dass das Ganze ein bisschen langsamer geht mit der zentralen Karte der Kutsche. Ja, da würdet ihr manchmal gerne auf die Slow-Motion-Taste drücken und sagen, Moment, ich brauche hier mal, ja, am liebsten noch mal kurz Pause machen. Denn die Kutsche ist die Energie, die besagt, Eile mit Weile. Ja, also ihr wollt eigentlich lieber konzentriert, kontinuierlich, beständig euer Pensum abarbeiten und nicht hier vielleicht so dieses, ja, diese schnellen Energien und schnellen Reaktionen. Parallel gibt es hier aber noch ein Thema, auf das ihr achten müsst. Es gibt hier nämlich den Kobold. Und wenn ihr jetzt hier irgendwas verändert habt, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, ihr habt vielleicht euren Wohnsitz gewechselt und lebt jetzt in so einer WG zusammen, ja, und das ist für euch ein neues Gefühl, Königin der Münzen, ich habe hier ein neues Reich, über das ich herrsche. Da gibt es aber mehrere Personen in dieser WG und da gibt es vielleicht eine Person, die mit diesem Kobold so ein bisschen so eine Neidenergie hat. Die macht gerne anderen vielleicht die Sachen madig, die versucht vielleicht euch Dinge wegzunehmen, die euch wirklich am Herzen liegen, denn der Kobold stiepselt gerne.
Also da mag auch eine Warnung drin sein. Ja? Andere Situation, jetzt nehmen wir an, ihr habt einen Karrieresprung hinter euch, ja, ihr seid befördert worden innerhalb der Firma, dann gibt es hier vielleicht einen ehemaligen Kollegen, Teammitglied, ja, ihr seid jetzt aufgestiegen und das Teammitglied eben nicht, das hier versucht, euch ein bisschen anzugreifen. Ja, das kann, also das ist ja was war, was ist, also das kann in der letzten Zeit schon passiert sein. Und ihr seid natürlich dann auch mit der Spiegelung des Rehkitzes auf die Geduld hier dabei, euren neuen Status zu schützen. Ja, ihr müsst natürlich auch, wenn ihr so einen Sprung oder so eine Lebensveränderung gerade hinter euch gebracht habt, erstmal selber euch ja sicher fühlen. Ja? Und das Rehkitz weist immer auf etwas hin, das schützenswert ist. Ich sehe es aber auch so mit der Spiegelung des Kobolds auf die Maus. Seid ihr wirklich ein Wiefzack? Vor allem, wenn ihr euch hier vielleicht noch mit dem Hierophanten Rat von einem weisen Ratgeber holt. Ja? Dann werdet ihr vielleicht auch diesen Intrigen oder gemeinen Energien, die hier so im Feld sind, immer einen Schritt voraus sein können, ja, und hier auch immer eine Lösung parat haben, selbst wenn der versucht, irgendwas Linkes abzuziehen, der oder die. So, also, das heißt, oberflächlich betrachtet ist bei euch, ne, oberflächlich betrachtet der Brief, ist bei euch alles tutti, ja, mit dem Klee sind viele glückliche Fügungen angezeigt, da ist auch viel Kommunikation, ja, und es ist aber gleichzeitig der Hinweis, ey, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, mit der Lupe seid ihr schon aufgefordert, wirklich achtsam zu sein, ja, genau hinzuschauen. Also gerade wenn jetzt beruflich ein Karrieresprung dahinter ist, ne, hier auch diesen neuen Anforderungen, da wirklich achtsam zu sein, genau zu arbeiten, ja, nicht schnell, schnell und das geht schon, sondern hier ist Genauigkeit gefragt. Und eben auch, wenn es jetzt in einem privaten Umfeld ist, eben auch genau hinzuschauen, was tut sich da, ne, hier, das ist so mit dem Kobold, ist da so eine unschöne Energie bei euch im Feld, liebe Steinböcke, die ihr im Blick behalten solltet. Okay, so, was kommt denn auf die Steinböcke zu im September? Da haben wir den Eremit und die Vier der Münzen. Okay, Eremit, große Arkana, Standzeichen Jungfrau. Eremit, also der Eremit steht ein Stück weit für Zurückgezogenheit. Der Eremit ist die Energie, der geht mit dieser Laterne in die Dunkelheit, um dort sein Licht hinzubringen und die Antworten auf seine Lebensfragen zu finden. Und das werdet ihr im September tun. Ne? Ich glaube, ihr habt in irgendeinem Lebensbereich eine große Veränderung hingelegt, was für euch wie eine Energieanhebung oder wie, ne, also irgendein Karrieresprung, irgendwie sowas. Also das ist auf jeden Fall ein paar Stufen nach oben gegangen in eurem Leben. Ja, und jetzt ist es an der Zeit, erstmal hier anzukommen und eben auch immer wieder mal Momente der Stille zu schaffen mit dem Eremiten. Das auch begleitet mit eurem Krafttier, dem Vogel, Seelenfeuer. Ne? Die Boten des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen. Ja, also da gibt es wichtige Informationen, die da über Zeichen, über Hinweise, über Träume zu dir gelangen wollen. Und die wirst du eben in der Stille finden. Und das wird dich im September begleiten mit dem Eremiten, der dir eben hilft, diese Zeichen auch zu finden in der Dunkelheit vielleicht oder auch in der Turbulenz, die da mit dem Wagen hier im Feld ist, ja, um dann eben deine Antworten auf die dich beschäftigenden Fragen zu finden, ja, und hier eine Antwort geben zu können. Und es ist schon so, dass du im September auch wirklich noch so ein bisschen mit einer Loslassthematik befasst bist, mit den Vier der Münzen. Du hast in irgendeiner Art und Weise, liebe Steinbock, einen Energiesprung hingelegt, einen großen Wandlungsschritt und du bist immer noch in der großen Wandlung drin. Denn ich habe hier 5 Tarotkarten liegen und habe davon 3 große Arkana-Karten.
Ja, und die vier der Münzen ist die Energie des Loslassens oder des Festhaltens. Also es gibt hier noch etwas, das kann durchaus etwas Materielles sein, also wirklich etwas, was du anfassen kannst, wo du noch festhältst, wo du noch nicht bereit bist, loszulassen. Ja, und hier geht es vielleicht auch um eine wichtige Botschaft, die hier auf dich wartet, was ja auch der Vogel ankündigt, wo du eben wirklich auch in die Stille gehen solltest, in die Meditation, in was auch immer. Achte wirklich auf Zeichen, ja, um hier zu erkennen, was dich vielleicht mit den vier Münzen hier noch zurückhält. Ja, also das ist, im Endeffekt gibt dein Leben gerade so richtig Gas. Ja, hier überschlagen sich auch die ein oder anderen Energien. Aber im September geht es vielleicht auch mal darum, eben kurz innezuhalten, sich zurückzunehmen, durchzuatmen, zu sagen, okay, wer bin ich, wo bin ich und wie viele und wo habe ich einen Auftrag und wo nicht. Ja? Okay, schauen wir mal, was Erat Aliquando hier noch ergänzt. Was kommt hier auf die Steinböcke zu? Was kommt hier auf die Steinböcke zu? Das Spinnrad, der Zyklus, Spieglein, Spieglein. Und was haben wir noch? Und die Sanduhr. Mhm. Schauen wir mal, was das Lenormand noch ergänzt. Eine haben wir schon, eine nehme ich noch. Wir haben die Blumen. Und wir haben den Turm. Okay. Also, es geht auf jeden Fall, also ne, ich habe schon gesagt, mit diesen vielen großen Arcana-Karten ist hier eine weitere tiefgreifende Energiewandel am Start bei dir. Das ist also nicht so, dass es nachlässt, sondern hier geht es noch weiter. Wir haben hier auch als verdeckte Energie noch die Herrscherin liegen, also nochmal eine große Arcana. Da geht es um Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, Hingabe, die Dinge fließen zu lassen, das empfangende Prinzip. Und es geht hier schon darum, ne? Also ich glaube, es hat sich in deinem Leben etwas Schicksalhaftes verändert. Das sagt mir eben auch dieses Spinnrad hier. Auf diesem Spinnrad ist das Web of Word abgebildet. Ja, das ist das Schicksalsnetz, das die drei Nornen, Urdverdandi und Skuld, am Fuße des Yggdrasil am Urdbrunnen weben. Ja, also die Verbindungen in unserem Leben, mit wem sind wir verbunden, wo sind vielleicht ein paar lose Fäden. Und hier gibt es irgendetwas, wo ein Zyklus bei dir endet. Also irgendeine schicksalhafte Verbindung, wo hier ein Zyklus endet und wo du noch Spiegeleffekte vielleicht erkennen darfst. Ja, wo es Zeit ist für dich wirklich in den Spiegel zu schauen, wenn hier zum Beispiel eine Liebesbeziehung geendet hat, wenn ihr die Arbeitsstelle gewechselt habt, weil vielleicht am vorigen Arbeitsplatz Mobbing oder na, keine Ahnung was war. Also es liegt irgendein Abschied hinter euch. Und ihr habt wirklich einen Energiesprung geschafft, ihr habt auch den Wandel geschafft oder seid vielleicht auch umgezogen, keine Ahnung was. Ja, ihr habt hier einen Wandel geschafft, aber energetisch gibt es hier noch im September was zu tun. Ja, da gilt es wirklich bewusst in der Stille eben auch vielleicht mit Hilfe des Vogels die lichtvollen Zeichen zu empfangen, um diese Offenbarung, die hier noch aussteht, dass ihr wirklich voll und ganz in eurer Königin der Münzenenergie ankommen könnt, um die wirklich zu erkennen. Ja, und da werdet ihr im September damit befasst sein, wirklich diesen Zyklus, da haben wir auch wieder dieses Festhalten und Loslassen mit den vier Münzen, ja, und dieses Eremitenthema in der Stille, seine Antwort, die Antworten auf seine Fragen zu finden. Also der September wird für euch, glaube ich, wirklich nochmal so ein Resümee ziehen, was ihr jetzt hinter euch gebracht habt, stattfinden, liebe Steinböcke. Und dafür braucht ihr einfach Zeit. Mit der Sanduhr dürft ihr euch auch immer mit dem Thema Zeit befassen. Ja? Ist es höchste Zeit? Ist die Zeit noch nicht reif? Braucht es noch Zeit? Ist es höchste Eisenbahn, etwas zu tun? Also all dies wird euch im September befassen und das spiegelt auch auf das Spinnrad, das heißt auf die Schicksalsfäden, die euch vielleicht mit anderen Menschen verbinden. Ja? Und das dürft ihr euch im September wirklich anschauen.
Ja, mit dem mit den Blumen und dem Turm vom Lenormand. Warten hier vielleicht hinter alten, verkrusteten Geheimnissen oder starren Dingen, die ihr hinter euch gelassen habt, noch die ein oder andere Überraschung oder das ein oder andere versteckte Geschenk. Ja, das auch hier wieder der Link zum Vogel, ne? Seelenfeuer. Also die geistige Welt hat dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Und das ist hier mit dem Turm etwas Altes, das wie ein Geschenk sein kann für dich. Ne? Also, ich bin gespannt. Klingt sehr spannend. Was ist denn der Tipp des Universums für die Steinböcke im September? Tipp des Universums. So, da haben wir es. Jetzt machen wir das mal so. Oh, da haben wir... Tipp des Universums. Zwei der Stäbe und darunter die zwei der Kelche. Okay. Also wir haben hier definitiv den Link wieder zu was Schicksalhaftem. Die zwei der Kelche ist eine der Seelenpartnerkarten im Tarot. Ja. Und die zwei der Stäbe. Also vielleicht ist es ja auch so, dass ihr als Tipp des Universums, ihr euch anschauen dürft, ne? Wo war ich bisher vielleicht mit den zwei der Stäben unentschlossen, um wahrhaft wertschätzende Begegnungen auf Augenhöhe anzunehmen und zuzulassen? Oder wurdest du, wenn es um wertschätzende Begegnungen auf Augenhöhe geht, immer mit Unentschlossenheit mit den zwei Stäben konfrontiert? Die zwei ist immer ein Hinweis auf die Dualität. Also das ist wie so ein Spannungsfeld. Und wir haben ja hier auch im September, dass du dich sehr stark mit den Lebenszyklen befassen wirst, mit den Schicksalsfäden und mit den Spiegeleffekten. Und wenn du es hier wirklich mit einer Seelenverbindung zu tun hast, ne, da ist es ja ganz oft so, dass wir diese Dualität auch oftmals schmerzhaft erleben dürfen. Ne? Nähe, Distanz, ein Herz und eine Seele und dann ist man sich wieder Spinnefeind. Also all diese Erfahrungen liegen ja bei Seelenverbindungen, gehören ja da dazu. Und als Tipp des Universums, schau dir bitte an, wo bist du, was Verbindungen angeht in deinem Leben, vielleicht auch mit Unentschlossenheit oder Zwiespältigkeit konfrontiert? Wo trägst du das vielleicht in dir, lieber Steinbock? Ja, also wo hast du vielleicht auch mit dem Spieglein hier einen Anteil daran, dass manche Situationen in deinem Leben eben so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind? Was ergänzt denn hier noch Erat Ali Kwando? Was haben wir denn da? Okay, wir haben Realität, ja, ein realistischer Blick. Also auch ne, zu dem Anteil des anderen, zu dem Anteil von dir und die Schmiede. Gut, dann schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt und dann gehen wir in die Deutung. Also es geht wirklich mit Realität, ja, und Vermissen. Vielleicht gibt es hier wirklich ein Gegenüber oder Menschen in deinem Leben, wo du das klare Ja zu dir oder zu dem, was euch verbindet, vermisst hast. Ne? Realität, ja, Vermissen. Also vielleicht, ne, beschäftige dich im September damit. Und dann frage dich, wo fehlt mir denn vielleicht das klare Ja zu dem, was ist? Bin ich in der Annahme dessen, was ist? Auch wenn es vielleicht meinem Ego nicht so schmeckt, weil mein Ego was ganz anderes, was Besseres, noch was Tolleres gerne hätte. Ja? Also hier wirklich realistisch zu sein und auch ehrlich mit dir selbst, mit dem anderen oder mit der Situation, um die es eben geht. Ja? Und hier wirklich auch mit der Schmiede
an dir zu arbeiten, wenn du feststellst, hey, in mir gibt es da noch Unentschlossenheit. Oder ich selbst bin vielleicht nicht immer so wertschätzend, wie ich mir das eigentlich mit den zwei der Kelchen hier wünsche. Ja, oder begegne anderen Menschen auf Augenhöhe. Dann arbeite an dir. Ja, dann schmiede dein Eisen, wenn es heiß ist. Ja, und das scheint mir im September hier die Zeit zu sein. Hier auch wirklich nicht vor einer mutigen Entscheidung zurückzuschrecken. Ja, mit dem Bären, da ist der Mut gemeint, die Autorität, und die Wege deuten eine Entscheidung an. Es geht für dich vielleicht wirklich um eine innere Neuausrichtung. Ein klares Ja, ein mutiges Ja zu deinem Weg, zu deiner Entscheidung zu treffen und deinen Weg mutig zu gehen. Wow, kraftvolle Energie. Wie geht's weiter, wenn du das tust? Ja, dann haben wir hier die Liebenden und die drei der Münzen. Ja, das heißt dann, na, mit den Liebenden, da muss ich nicht viel dazu sagen. Da geht es um die Liebe. Wenn du deine Werte, was wahre Begegnung auf Augenhöhe mit den zwei der Kelchen angeht, im September bearbeitet hast, dann kann dir auch Liebe begegnen. Und zwar Liebe, die mit den drei der Münzen auf Teamwork basiert. Auf Zusammenarbeit, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, ne, zukunftsträchtig zu arbeiten, manifestierend zu arbeiten. Und das fühlt sich dann wirklich an mit den sechs der Stäben, wie die siegreiche Heimkehr. Wenn du dich traust, hier mutig auch in diese Verbindung zu gehen, selbst offenen Herzens, ja, mit wahrer, bedingungsloser Liebe auf den anderen zuzugehen und zu sagen, hey, wir gemeinsam als Team, ne, wir arbeiten an unseren Zielen. Ja, dann bist du angekommen mit den sechs der Stäben. Ja, und das wird dann auch dazu führen, dass du mit den Glühwürmchen hier auch wirklich wieder deinen persönlichen Mitsommernachtstraum lebst. Ja, dass da Funkelmomente dabei sind, Schmetterlinge im Bauch, wunderschöne kleine und große Begebenheiten, die einfach wie Funkelerinnerungen sich in dein Herz einsenken. Also ganz zauberhaft. Und du darfst hier kraftvoll am Spiel des Lebens teilnehmen und dich diesem Spiel öffnen. Schau mal diese Karten an. Die Frau, die Sonne, die Würfel, der Park. Und dann kommt hier noch der Ring darunter. Ja? Verbindlichkeit. Du darfst auch ein verbindliches Ja zum Spiel des Lebens geben, lieber Steinbock. Ja? Öffne dich dafür. Coole Energie. Okay, jetzt schauen wir noch, welche Rune begleitet denn die Steinböcke im September? Da habe ich sie. Die Isa. Die Isa ist das Ich. Ja, es geht darum, du hast hier sehr viel mit Selbstreflexion, mit deinen Antworten auf die Fragen des Lebens zu tun. Es geht um dich. Wer bist du? Wie geradlinig bist du? Wie straight bist du? Wie standfest? Ja? Hast du das Rückgrat, zu dir und deinen Werten zu stehen? Und sind diese Werte so verbindlich, dass wenn du dich öffnest, dass daraus eine tragfähige Brücke entsteht, über die man gehen kann, wo man sich wirklich auf gleicher Ebene begegnet. Die Isa ist das Eis, die Isa ist das Ich. Wenn in dir viele Gefühle wirbeln, Unklarheit herrscht, hilft dir die Isa auch als Eis, diese fließenden Gefühle, die das Wasser sind, die Rune Lagos, mit der Isa einzufrieren. Dann kannst du wie ein Polaroid von deiner Gefühlslage machen oder von dem, wo du hier festhältst. Und du kannst es dir in Ruhe betrachten. Du kannst die Spiegeleffekte wahrnehmen. Du kannst die Realität damit abgleichen. Aber es geht für dich, lieber Steinbock, im September darum, dein Ja zu wahrer Liebe und dem Spiel des Lebens zu geben. Jo, das war eure Legung für den September. Holy moly, da habt ihr was zu tun, liebe Steinböcke. Ich freue mich jetzt schon auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Abo dalasst, mein Video liked oder mein Video teilt.
Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.